Bislang war in der Pandemie im Sommer ja immer Virenverschnaufpause. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, aber im Juni 2020 lag die bundesweite Inzidenz bei 3 und im Juni 2021 bei 7. Angesichts der gerade geknackten Inzidenz von 500 sind das Zahlen wie aus einer anderen Zeit. Und tatsächlich ließen sich im Sommer 2022 solche Zahlen wohl nur mit einer No-Covid-Strategie à la China erreichen, wenn überhaupt. Aber ein solcher Komplett-Lockdown wäre ja zum Glück auch gerade gar nicht nötig. Getrieben werden die hohen Infektionszahlen von den neuen Omikron-Untervarianten BA4 und BA5. Diese sind tatsächlich noch einmal ansteckender als alle bisher bekannten neuen Coronaviren. Und dadurch, dass sich so viele Menschen auf einmal infizieren, machen sie den eigentlich dämpfenden saisonalen Sommereffekt wett. Aber zum Glück führen die vielen Infektionen mit BA4 und BA5 nicht zu entsprechend vielen schweren Verläufen. Das liegt einerseits an den Eigenschaften dieser Viren, die insgesamt nicht ganz so stark krankmachend sind wie ihre Vorgänger. Und es liegt auch daran, dass viele Menschen in Deutschland mittlerweile durch Infektion oder Impfung gut vor schwerem Verlauf geschützt sind. Solche Infektionszahlen, wie wir sie jetzt haben, wären in den ersten beiden Wellen der Pandemie eine Katastrophe gewesen. So erreichten die Inzidenzen im Winter 2020/21 nicht einmal 200 und es gab damals aber 700 Tote pro Tag. Aber im Einzelfall können auch Infektionen mit BA4 oder BA5 immer noch gefährlich werden. Intensivmediziner berichten von schweren Verläufen, vor allem bei älteren Menschen und solchen mit einer Immunschwäche. Und deshalb fragen sich gerade viele Menschen angesichts der Sommerwelle, die sich da gerade anbahnt, ob sie sich nicht vielleicht doch schon jetzt eine vierte Impfung holen sollten. Die Empfehlung der Ständigen Impfkommission ist hier eindeutig und sie deckt sich auch mit der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Demnach sollten nur Menschen ab 70 Jahren eine vierte Impfung erhalten, sowie solche, deren Immunsystem etwa durch Medikamente oder durch Krankheit geschwächt ist. Und schließlich noch Menschen, die mit diesem Personenkreis engeren Kontakt haben. In Bayern wird hingegen die Altersgrenze etwas niedriger gesetzt. Da wird Menschen schon ab 60 Jahren eine vierte Impfung empfohlen. Ähnlich verhält es sich zum Beispiel auch in Israel. Die Fachgesellschaften sind sich hier klar. Diese Impfung sollte dann diesen Menschen jetzt verabreicht werden. Angesichts der hohen Sommerwelle sollte man nicht mehr bis zum Herbst warten. Jungen und immungesunden Menschen hingegen reichen 3 Impfungen. Auch wenn der Impfschutz mit der Zeit ein bisschen nachlässt, gehen Experten davon aus, dass diese Menschen mit 3 Impfungen immer noch sehr gut vor schweren Verläufen geschützt sind. Ebenso helfen übrigens auch 2 Impfungen und eine natürliche Infektion bzw. eine Impfung und 2 Infektionen, wobei die Infektionen natürlich nebenwirkungsreicher sind. Aber auch Impfungen sind nicht völlig nebenwirkungsfrei und deshalb braucht es schon einen guten Grund, eine vierte Impfung zu empfehlen. Diese Gründe sehen Experten für jüngere und immungesunde Menschen derzeit nicht. Und wie wird es dann im Herbst weitergehen? Gut möglich, dass den älteren und vulnerablen Patienten bis dahin auch noch eine 5. Impfung empfohlen wird. Experten sehen in dieser Zahl von Impfungen, wenn immer einige Monate dazwischen liegen, keine Gefahr. Und gut möglich, dass auch jüngeren Menschen bis dahin dann die 4. Impfung empfohlen wird. Das hängt von vielen Faktoren ab, die derzeit einfach noch unbekannt sind. Allen voran, mit welchem Virus werden wir es dann überhaupt zu tun haben? Aber auch, wie gut ist der Immunschutz der jüngeren Menschen dann noch nach 3 Impfungen? Und natürlich, welche Daten sind verfügbar? Womöglich hat sich bis dahin gezeigt, dass auch jüngere Menschen erheblich von einer 4. Impfung profitieren.